Boah. Ja, das ist heftig. Jawohl. 250, 260, 270. Euro pro Monat, was uns der Lamborghini Huracan im Unterhalt kosten würde. Ich habe neben mir einen 2017er Lamborghini Huracan LP 580 in Rosso Maß, so nennt sich die Außenfarbe, mit knapp 28.000 Kilometern. Das Auto hat neu rund 250.000 Euro gekostet und kostet jetzt 7 Jahre später 190.000 Euro. Lasst uns einen Rundgang um unseren 10-Zylinder machen. Wir haben schwarze 20 Zöller drauf, das Rot, habe ich schon erwähnt, nennt sich Rosso Maß. Alle Zierelemente am Auto sind dunkel gehalten bzw. in Wagenfarbe. Unter unserer transparenten Motorhaube verbirgt sich der 10-Zylinder von Lamborghini. Ein richtig geiler Motor und vermutlich dann auch der letzte 10-Zylinder, weil der Nachfolger vom Huracan, der jetzt so langsam bestimmt angekündigt wird von Lamborghini, wohl vermutlich kein 10-Zylinder mehr sein wird, sondern eher ein 8-Zylinder-Hybrid. Allein die Motorraumverkleidung mit dem Forged Carbon sieht richtig gut aus, würde ich sagen. Dieser Mythos Lamborghini lebt auch im Huracan weiter. Und wenn man an Lamborghini denkt, dann denkt man natürlich Motorensound. Und deswegen würde ich sagen, wir machen direkt mal den Soundcheck. Und wenn ich drücke, drückt ihr jetzt bitte auch, und zwar auf Abonnieren. Falls ihr noch nicht abonniert habt oder das Video geliked habt, dann machen wir das jetzt gleichzeitig auf 3. 1, 2, 3. Hört schon richtig. Man merkt, das Gewitter braut sich jetzt hinter uns auf. Boah. Ja, das ist heftig. Das ist halt etwas, das kann Lamborghini einfach am besten, es so richtig knallen lassen. Und wir sind gerade mal bei 4.500 Umdrehungen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zügig über zur Probefahrt und vor allem will ich ja später noch ausrechnen, was es kostet, dieses Auto ein Jahr lang zu fahren. Also ab geht's auf Probefahrt. Parkbremse ist gelöst und wir rollen los. Was direkt auffällt im Huracan, dass das Auto wirklich fahrbar ist. Also der Huracan ist ein Auto, das ich unheimlich gerne fahre. Ich fühle mich im Innenraum direkt wohl bei dem Wagen. Ja, du kannst den Huracan wirklich, und das mag ich so an dem Auto, fahren wie ein Golf. Anders als beim Aventador, der große Bruder vom Huracan, wo du sofort eingeschüchtert bist im Innenraum und ja, erstmal riesen Respekt hast vor dem Auto. Wir haben hier einen Heckantriebler. Naja, was soll ich sagen? Manche mögen halt lieber den Bums von hinten. So bei dem Auto, wir haben den Motor hinten, der Antrieb ist hinten, dann passt doch alles. Wenn ich jetzt hier von Strada auf Sport gehe, dann wird es auch etwas lauter, was die Abgasanlage angeht. Der Huracan, das ist so ein Auto, da hätte ich auch kein Problem damit, jetzt irgendwie 1000 Kilometer am Stück heute zu fahren. Und ich würde nicht mit Rückenschmerzen ankommen, meine ich. Es gibt ja unendlich viele Derivate mittlerweile vom Huracan. Wir haben ja den ersten Huracan als LP 610 bzw. LP 580, der Nachfolger vom Gallardo. Der Gallardo war ja für mich so das Need for Speed Auto auf der PlayStation in meiner Jugend und Kindheit. Und ja, darauf aufbauend gab es ja dann in der gleichen Baureihe dann noch den Huracan Spider, also das Cabrio, den Performante, die Leichtbauversion und den Performante Spider. Während Corona sind ja dann die Preise ins Absurde gestiegen auf über 200.000 Euro. Es setzt leichter Regen ein, also perfekte Bedingungen, um gleich mit dem heckangetriebenen Huracan auf der Autobahn etwas schneller zu fahren. Aber wir lassen uns nicht abhalten. Dann heißt es auf der Autobahn. Kein Tempolimit und wir geben direkt Gas. Jawohl! Da zum ersten Mal höre ich jetzt die 10 Zylinder hinter mir so richtig. 240, 250, 260, 270. Also ich hätte gerne noch mal etwas mehr Gas gegeben gerade. Der Wagen ist einfach durchmarschiert, 10 Zylinder hinter mir mit Heckantrieb. Haben richtig viel Lärm gemacht. Das war das schönste Orchester gerade, das ich heute gehört habe. Aber ihr wisst, wenn auf der Autobahn zu viel los ist, gehen wir direkt runter vom Gas. Und ja, wenn ich am Horizont irgendwo ein Auto sehe, dann bin ich schon der Erste, der auf die Bremse geht. Wir wollen niemanden gefährden, erst recht nicht für ein Video. Das sind wir nicht. Kommen wir zu unseren Shoutouts, Leute. Ihr wisst, ich lese mir jeden einzelnen Kommentar von euch durch, mache mir Gedanken dazu und packe auch gerne in jedem Video ein, zwei Kommentare rein. In dem Fall hat auf unser Porsche-Mafia-Video letzte Woche DeFi Source reagiert mit
Endlich mal jemand, der sich traut, was zu sagen. Die meisten ziehen den Schatz ein, um irgendwelche Partnerschaften zu verlieren. Top-Beitrag und klasse Qualität. Ja, vielen Dank. Uns haben ja unheimlich viele Reaktionen auf das Porsche-Mafia-Video erreicht. Auf meinem Channel bekommt ihr immer Transparenz und ehrliche Aufsagen. Wir haben keine Sponsoren, uns stellt keiner die Autos zur Verfügung. Wir fahren unsere eigenen Autos, wir sagen das, was wir denken. Und wenn wir denken, dass wie bei dem Porsche-Mafia-Video einfach eine Wahrheit ausgesprochen werden muss, dann sprechen wir sie auch aus und haben Angst vor niemandem. Solange wir euch als Fans haben, brauchen wir uns keine Sorgen vor Feinden zu machen. Und der nächste Kommentar von BBL GPLO. Luft schnappen, lieber Obmint. Atmen nicht vergessen. Bitte die Videos 1-2 Minuten länger machen, aber etwas langsamer reden. Danke für alles, gute Geschäfte und bleibt gesund. Ja. Da machen wir uns auch natürlich Gedanken drüber. Ihr wisst, wir nehmen jeden Kommentar ernst. Findet ihr zum einen, ich sollte langsamer reden? Und würdet ihr euch wünschen, dass die Videos 1-2 Minuten länger sein sollten? Wir versuchen ja immer eine gewisse Dynamik für euch in den Videos drin zu haben. Meine Frage an euch, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Was ist für euch die perfekte Videolänge? Also welche Videolänge guckt ihr am liebsten? Wenn ich schon sehe, dass das Video 20 Minuten dauert, dann klicke ich es gar nicht an, weil ich mich da gar nicht committen möchte für die nächsten 20 Minuten. Oder sagt ihr, nein, bitte 20 Minuten oder länger, 10 Minuten, 12 Minuten, 15 Minuten, schreibt es mir in die Kommentare. Aber was ich euch sagen kann, es ist einfach nur ein geiles Auto. Der Wagen macht alles perfekt. Ich sitze bequem in dem Auto, er sieht richtig gut aus. Ich habe moderne Anzeigen vor mir. Über die Optik von einem Huracan brauchen wir nicht zu diskutieren. Die ist wie bei jedem Lambo einfach nur geil. Und jetzt geht es aber darum, können wir uns das Auto leisten? Also was kostet es mich, ein Jahr lang Huracan zu fahren? Gleich geht's weiter an der Tafel. Unsere Fragestellung war es ja, was kostet es, ein Jahr lang Huracan zu fahren? Und wir haben alle Werte ermittelt. Dabei ganz wichtig, wir können nicht jeden Betrag centgenau ermitteln. Teilweise sind das Schätzungen, teilweise sind das Erfahrungswerte. Aber wir sind natürlich sehr, sehr nah an der Wahrheit dran. Es geht los mit der Versicherung. Bei der Versicherung spielt es ja immer eine Rolle, was haben wir für einen Versicherer dahinter, was haben wir für eine Schadenfreiheitsklasse, was haben wir für eine Selbstbeteiligung. Gerade bei so Sportwagen sind ja viele Versicherer dann auch direkt raus. So ein grober Wert, mit dem wir aber arbeiten können, sind pro Jahr 5.000 Euro für die Versicherung. Dann haben wir Steuern, das lässt sich auch relativ genau ermitteln. Die Kfz-Steuer für das Auto liegt bei 500 Euro. Beim Verbrauch habe ich eine Laufleistung von 10.000 Kilometern im Jahr zugrunde gelegt. Ein Durchschnittsverbrauch von 15 Litern und 2 Euro pro Liter. Das müsste es ungefähr treffen. Dann sind wir bei einem Verbrauch von 3.000 Euro. Spritkosten im Jahr. Dann haben wir Service. Beim Service ist es so, beim Auto ist jedes Jahr die Inspektion fällig. Die kleine Inspektion kostet 1.800 Euro, die große 3.600, also das Doppelte. Ich gehe jetzt von einem Richtwert aus, also vom Mittelwert Service 2.400 Euro. Dann kommen Reifen und sonstige Kosten. Also bei 10.000 Kilometern im Jahr würde ich sagen, da müssen wir einmal im Jahr die Reifen tauschen. Das macht ca. 2.000 Euro und sonstige Kosten nochmal 1.000 Euro. Also haben wir sonstiges 3.000 Euro. Also wir rechnen zusammen 0, 0, 0, 0, 0. Dann wieder ganz viele Nullen, dann haben wir 5 und 4 sind 9, dann haben wir 5, 3 sind 8, 10, 13, merke 1, so. Wir haben schon mal, was Versicherung, Steuern, Verbrauchsservice und sonstiges angeht, 13.900 Euro pro Jahr, aber das war es noch nicht, Leute, es kommen weitere Kosten auf uns zu. Wir merken uns 13.900 Euro. Wir haben Stand jetzt, die Unterhaltskosten von 13.900 und den Wertverlust, das muss man fairerweise mit reinrechnen, weil es kostet euch ja etwas, wenn das, was ihr besitzt und benutzt, weniger wert ist ein Jahr später und ihr weniger dafür Geld kriegen werdet, dann ist das ja wie Geld ausgeben. Das heißt, wir rechnen einmal zusammen an der Stelle 0, 0, 14, das sind 3, 11, 12. An der Stelle kostet uns also Lamborghini Huracan fahren pro Jahr 22.400 Euro. Das macht durch 12 geteilt 1.866 Euro pro Monat.
Pro Monat kostet uns also Lamborghini fahren 1.866 Euro. Jetzt werden sich viele von euch denken, ja gut, 1.666 Euro, aber wie bezahle ich die Kiste? Tatsächlich ist es so, dass ich sagen würde, die Hälfte unserer Kunden haben das Geld rumliegen, die zahlen dann per Überweisung und die andere Hälfte der Kunden müssen das Auto tatsächlich leasen oder finanzieren. Auch das haben wir durchgerechnet. Wir haben tatsächlich heute früh uns nochmal ein Leasingangebot eingeholt, also brandaktuell für dieses Auto. Wir haben gerechnet 190.000 Euro Kaufpreis, dann sind wir von 36 Monaten und ganz wichtig, ohne Anzahlung an die Sache rangegangen und kommen auf eine Leasingrate von 2.596 Euro für den Wagen. Das würde dann wiederum in Summe machen 12, 10, 16, 14 und 4. Wir kommen inklusive Leasinggebühren auf 4.462 Euro, wenn man es nicht leasen müsste, auf 1.866 Euro pro Monat, was uns der Lamborghini Huracan im Unterhalt kosten würde. Jetzt meine Frage an euch. Falls ihr ähnliche Sportfahrzeuge fahrt, könnt ihr diese Werte bestätigen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würdet ihr sagen, ja, Omid, deine Berechnung geht auf, deine Erfahrungswerte decken sich mit unseren Erfahrungswerten, beziehungsweise habt ihr gleiche oder andere Erfahrungen? Schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Und dabei ganz wichtig, Leute, ihr wisst, wir haben bald 100.000 Abonnenten erreicht. Wir sind Stand heute bei 89.000 Abonnenten. Ich habe es euch versprochen, wenn wir die 100.000 Abonnenten gemeinsam bald knacken, dann kriegt ihr die Videos zu meiner Lebensgeschichte und meinem Werdegang, wie ich Eigentümer und Besitzer dieses Autohauses wurde.